Ja, liebe Sportsfreunde, herzlich willkommen bei Rhönfrith TV. Wir sind hier am Freitag, Aufbautag der DBA in Dortmund. Und bei uns zu Gast, heute kurz reingeschaut, Wolfgang Röper. Erstmal herzlich willkommen, Wolfgang, und noch alles Gute fürs neue Jahr. Danke gleichfalls. Für dich auch alles Gute, vor allem Gesundheit und gute Geschäfte. Beides können wir gut gebrauchen. Vielen Dank. Ja, Wolfgang, was sind deine Erwartungen an die DBA am morgigen Tag? Bobo. Ja, am morgigen Tag. Ich hoffe, A, dass in der Wanderversammlung, dass da was Positives rauskommt. Ja, aus dem einfachen Grunde, das jetzige Meisterschaftssystem, das behagt mir überhaupt nicht. Ja, man hat jahrelang von der deutschen, vom Kulturgut deutsche Allround-Taube gesprochen. Ja, und jetzt macht man das auf 5 Flügen für die Asttaube. Das finde ich nicht gut. Man sollte wieder auf 10 Flügen. Dann kann man sagen, okay, das ist eine Asttaube, das ist Kulturgut, deutsche Brieftaube. Und für die deutsche Meisterschaft, da denke ich, sollte man sich auch irgendwas einfallen lassen. Persönlich bin ich der Ansicht, warum macht man es nicht wie bei der Olympiade, dass man sagt, okay, die Tauben, die Asttauben und auch die für die deutsche Meisterschaft müssen mindestens so und so viel Kilometer haben. Ja, dann scheiden auch, oder dann ist der Flugleiter nicht gezwungen, mit Gewalt irgendwas durchzupeitschen. Und dann scheiden auch nicht so viele deutsche Sportfreunde bei der nationalen Meisterschaft aus. Ja, also das wäre für mich so 2 Wunschvorstellungen. Dann wünsche ich mir für morgen ein schönes Wetter, dass viele Besucher kommen und dass das ein netter oder nette 2 Tage werden. Also ich höre daraus, für die nächsten 2 Tage wünschst du dir gute Kontakte, gute Gespräche. Und was ist dein Plan? Was schaust du dir an? Hast du dir was vorgenommen? Vielleicht ein Historienstand oder was guckst du dir an hier? Ich habe mir nichts Besonderes vorgenommen. Ich werde mir mit Sicherheit als erstes morgen früh die Tauben angucken. Das sind die deutschen Meisterschaftstauben, das sind die Assvögel, das sind die Assweibchen, das sind die Jährigen. Die werde ich mir mit Sicherheit als allererstes ausgiebig angucken, weil deshalb fahre ich auch hierher, auch wenn ich selbst keine Taube hier habe. Ich möchte die Tauben sehen. Ja, ich denke, vielen Dank für das kurze Statement. Wolfgang will also sich die Tauben ansehen. Ich denke, gerade die Verbandsausstellung ist eine Ausstellung, wo man ja die besten Tauben Deutschlands bewundern darf und sehen kann. Und das ist keine andere Veranstaltung, wo man die Gelegenheit in der Form hat. Und naja, es sind leider nicht unbedingt die besten, Alfred. Aus dem einfachen Grunde, weil durch unser Meisterschaftssystem ja einige von Haus aus, die haben keinen 500er oder die haben keinen 600er oder die haben keinen 300-400er, da sind sie dann schon ausgeschieden. Ja, also, aber trotzdem. Trotzdem werden wir uns die hier stehen, dann am morgigen Tag ausgiebig ansehen. Anschauen. Wolfgang, vielen Dank. Alles klar, tschüsschen.